herzlich willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, weil ich darf euch heute was ganz, ganz Tolles verkünden. Es gibt ein Gnome-Event. Ja, das Event heißt Gnovember und wie ihr es unschwer heraushören könnt, findet dieses Event im November statt. Ja, die liebe Melli von Mellis Painting-Ecke und ich, wir veranstalten dieses Event. Ja. Und zwar ist es so, ich habe Anfang diesen Jahres so Reviews in a Year angeschaut, also Rückblicke von verschiedenen YouTubern, die ihre Bilder vorstellen. Und da bin ich darauf aufmerksam geworden, dass eine gesagt hat, sie hat ein Gnome-Bild gepainted zu einem Gnome-Event. Ich glaube, bin mir nicht sicher, ob es auch nicht auch Gnovember hieß. Auf jeden Fall habe ich dann danach gesucht und habe Hashtags eingegeben, habe dieses Jahr in dieser Eventgruppe geschaut, was war englischsprachig und habe aber leider nichts gefunden. Da habe ich halt einfach gedacht, hey, ich frage mal die Melli, vielleicht hat sie ja Lust. Ihr wisst ja, die Melli von Mellis Painting Ecke, ich verlinke ihren Kanal unten in der Videobeschreibung. Sie ist ja absoluter Gnome-Fangirl, ne? Und habe ich gedacht, hey, komm, ich frage die Melli. Und ja, sie hat auf jeden Fall auch richtig Lust dazu und wir starten das Event im November. Es gibt schon eine Facebook-Gruppe, ihr seid herzlich dazu eingeladen. Ich verlinke sie unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr euch schon mal einfinden, könnt langsam schon mal raussuchen, vielleicht welche Bilder ihr painten möchtet. Es sind aber nicht nur Bilder erlaubt, es ist alles erlaubt. Es ist alles erlaubt, was rund um den Gnome sich handelt. Also das heißt, ihr könnt auch Sticker painten, ihr könnt Schlüsselanhänger painten, ihr könnt Aufsteller und Bilder und so weiter, was ihr halt findet, ne? Was es da alles gibt, Untersetzer, ja, alles ist erlaubt, ihr dürft alles painten, weil es wird ein gemütliches, herbstliches Zusammensein sein, ja, wir werden zusammen das Painten, wir werden Spaß daran haben, die Bilder fertigzustellen und zu posten und zu zeigen und sich auszutauschen, ein Miteinander, ein gemütliches und ja, es wird vielleicht, ich muss mal schauen, ich habe schon ein bisschen was überlegt, vielleicht wird es einen Gewinn geben, aber kann ich jetzt an dieser Stelle noch nicht versprechen. Der Plan war erstmal, dass einfach nur der Spaß im Vordergrund steht. Vielleicht überlegen wir uns dann noch was. Das ist aber noch nicht sicher. Also seid, er geht erst mal davon aus, dass es einfach ein gemütliches Zusammensein wird. Und ja, ich habe natürlich ein paar Gnome-Bilder shoppen müssen. Ich war auf Amazon und da gibt es ja in rauen Mengen Gnome-Sachen. das heißt, ihr könnt gerne mal schauen auf Amazon. Ich verlinke euch alle Produkte, die ich euch heute zeige. Es ist ein Riesenstapel. Ja, also holt euch was zum Trinken, holt euch was zum Snacken, macht es euch gemütlich und schaut euch an, was ich alles geshoppt habe. Mal sehen, wie viele Bilder ich davon schaffe. Der Plan ist mal 4. Sind nämlich alles nur kleine Bilder, alle Snackbilder. Ich weiß, es gibt auch lizenzierte Artwork von Gnome. Ich weiß, es gibt eins von Diamond Art Club. Und jetzt habe ich eins gesehen bei Bohrer und Schüttelfrost, das ja gerade im Moment läuft, das Event. Da hat eine eins von Dreamer Design. Das kannte ich doch gar nicht. Mega cool. Also es gibt auch Artwork, wenn ihr das painten wollt. Aber es ist nicht Voraussetzung. Ihr dürft alles painten. Also da seid ihr überhaupt nicht eingeschränkt. Weil, wie gesagt, es ist ein gemütliches Miteinander. Und der Spaß soll im Vordergrund stehen, ne? Also, ich habe einfach den Stapel mal hier nebendran gestellt. Es ist nicht irgendwie chronologisch nach Saison oder was weiß ich. Ich habe einfach mal Bilder. Es sind nicht nur Herbstbilder oder so, was man ja bei Gnome ganz viel hat, ne? Weil das vermittelt ja auch so ein bisschen den Herbst. Aber ihr wisst ja, Gnome gibt es, glaube ich, in allen Varianten mittlerweile. Von daher, ja. Also, einmal habe ich gesehen, es gibt so ein Vierer-Pack. Und das fand ich eigentlich auch echt ganz niedlich. Wir schauen uns das mal an. Hier habe ich sie. Wie gesagt, ich verlinke euch alles unten in der Videobeschreibung. Wir werden auch hier nicht groß Steinchen-Guckerei machen, weil das sind alles Bilder mit runden Steinen bei mir. Und alles so 30x40er Bilder. Hier sehe ich aber 30x40. Die Kamera sah es gerade aus wie 45, deswegen war ich gerade. Ich
packe einfach nur die Bilder aus und zeige euch, wie sie verpixelt aussehen, damit ihr euch einfach einen Eindruck machen könnt, ja, wie die rauskommen, ne? Also, fangen wir mal an. So, also bei Amazon kriegt ihr echt alles hinterhergeworfen. Es war gar jetzt, also für die Menge der Bilder war es auch überhaupt nicht teuer, muss ich sagen. War echt überrascht. So, die Herausforderung, nee, die werde ich alle aufhängen. Brauche ich gar nicht, die Tüte. Ich wollte gerade sagen, die Herausforderung wird sein, jetzt wieder in die Tüte reinzustopfen. Nein, mache ich nicht. Es wird ja bei mir getrennt aufbewahrt. Ja, da haben wir einmal. Ich roll's mal kurz in die Gegenrichtung. Blub, 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 blub. So. Da haben wir einmal den kleinen Gnomturm, sage ich jetzt mal. Ja, wir haben hier 22 Farben und ich finde den echt süß. Ist ein bisschen was Sommerliches, ne? Mit der Sonnenblume. Was süß, wie der riecht da oben in der Sonnenblume. Macht hier, glaube ich, auch so ein Plättchen weg. Mega schön. Hier die drei Gnome, hier ein Schmetterling. Richtig sommerlich, finde ich. Ne? Wir können uns ja mal kurz den Druck so ein bisschen anschauen. Ja, der sieht doch ganz gut aus, würde ich so sagen. Ne? Und ich stelle mir auch vor, dass das Bild sehr gut rauskommt. Was meint ihr? Wir haben hier ein Standard-Toolkit mit dabei. Das tue ich gleich mal weg. Und hier haben wir die Steinchen. Hier steht dann auch die Produktnummer drauf, ne? Dann könnt ihr das auch getrennt. Also ich werde es auf jeden Fall getrennt aufbewahren. Ich werde die mir gleich irgendwo aufhängen wahrscheinlich, damit die sich aushängen. Ja, wie gesagt, runde Steinchen sehen doch ganz gut aus. Ja, also Bild Nummer 1. Dann haben wir hier... Bild Nummer 2. Also was ich auch ganz toll fand tatsächlich bei Amazon, da werden schon Videos gemacht, wie das gepainted aussieht. Also richtig toll. Da habt ihr schon mal einen richtig guten Einblick. Nicht bei jedem der Bilder, die ich hier gekauft habe. Also ich glaube bei dem Viererset schon mal nicht. So, hier haben wir nochmal drei Freunde, die auf einer Wiese sitzen. Der eine hier mit so einem Blumenkörbchen. Einer hat so eine Herzblume. Was hat der in der Hand? Der hat hier so ein Stab oder eine Schaufel oder was auch immer, ne? Weil das hin, das mal gucken, wie das rauskommt, weil hier hin, er hat so ein grün-weißes Kleid an oder wie man das nennt. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall schauen wir uns das mal an. Vom Druck her. Ja, und auch das sieht gut aus. Erkennt man sehr gut. Ja, wir haben hier natürlich auch wieder diese fotorealistischen Druckvarianten. Das seht ihr sehr gut hier unten an diesem Gras. Ne? Da bin ich gespannt, wie das dann rauskommt. Auch vor allem hier bei den Schmetterlingen. Ne? Wie gut die dann wirken, wenn es mal gepainted ist. Auch hier wieder einfaches Toolkit. Und hier haben wir die Farben. Ja, die sehen schön kräftig aus. Sehr gut. Also die 21 haben wir ganz viel. Das ist das Hell. Das wird so gelblich im Hintergrund. Da bin ich mal gespannt. Das ist bestimmt das J, oder? Die 21. Nee, das ist der Strich. Nee, das ist der Strich. Ach, so viel? Ja, aber es kommt auch überall drin vor. Ich bin mal gespannt, wie das rauskommt dann von den Farben her. Ja, sehr schön. Also Bild Nummer 2. Oh, das finde ich auch sehr schön. Das kennt ihr wahrscheinlich auch. Also ich glaube auch, das ist ein relativ gängiges Motiv hier. Unsere Bienengnome. Ja, auch das super süß. Auch hier bin ich mal gespannt, wie die Bienchen rauskommen, weil ihr seht, also kann man das noch als Biene betiteln? Ich weiß es nicht. Also, ja, mein Gott, bei der Größe. Ne? Wenn es nur so schwarze Pünktchen sind, ist ja nicht so schlimm.
Man sieht ja, dass es Bienen sein sollen. Das passt schon für mich. Man muss auch immer bedenken, wenn man so eine kleine Größe kauft, dann muss man auch einen gewissen, sagen wir mal, eine gewisse Flexibilität haben, ne? Also wenn einem das stört, dann darf man solche Bilder nicht kaufen. Ja, aber ich finde auch, die Blütenblätter kommen schön raus, muss ich sagen. Fallen mir sehr gut, diese Gänseblümchen. Sehr, sehr schön. Und auch die vier Kollegen hier sehen auch super, super aus, oder? Auch das hier wieder. Na, ich denke mal, der Druck ist so ziemlich gleich, weil es ist ja ein Viererpack gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob die dann automatisch von einer Produktionsfirma kommen, aber es sieht zumindest schon mal so aus, ne? Auch hier wieder ein Standard-Toolkit. Meine Güte, sind die süß, oder? Und hier haben wir dann auch wieder unsere Steinchen. Ja, ich bin echt gespannt, was haben wir denn hier im Hintergrund für das J, das ist die 20. Ah, das ist schön, so ein heller Ton. Das gefällt mir. Ja, schön. Die dürfen jetzt alle schön ausliegen. Bis November. bis ich mal gucken. Ich muss mal dann mal gucken, welches. Ich weiß noch nicht, welche ich painte. Ihr könnt mir gerne mal sagen, welche vier Bilder euch gefallen, welche ihr gern sehen würdet. Ich habe jetzt einfach mal vier gemacht, pro Woche eins. Scheint schon realistisch, nicht so im kleinen Format. Wie viel es dann im Endeffekt werden, das schauen wir dann mal. Ja, und auch hier wieder so ein frisches, sommerliches Bild. Also, es ist, glaube ich, so ein Sommerset einfach, ne? Ach, da war halt auch das normale Toolkit mit dabei. Schauen wir uns mal die Steinchen an. Ganz viel Grün haben wir ja hier auch auf dem Bild. Das hat 22 Farben. Doch, gefällt mir. Hier die Gießkanne. Ist das ein Baumstamm oder so? Ich weiß es gar nicht genau. Wir können uns ja mal das vorschaukeln. Ja, die stehen auf so einem Baumstamm. Die zwei. Der eine mit der Gießkanne in der Hand und dem Gänseblümchen. Und auch hier haben wir wieder die fotorealistischen Schmetterlinge. Da schauen wir mal, wie es rauskommt. Und hier der kleine Marienkäfer. Aber der, glaube ich, wird ganz gut. Ne? Braucht man nicht so viele Details im Marienkäfer. Mega süß. Gott, schon goldig, oder? Ja, das war jetzt das Viererset. Ich kann es euch ja nochmal im Ganzen zeigen. Zweimal hochkant und zweimal, ne? Das sind einmal das Viererset. So, dann machen wir die mal auf die Seite. Hier auf meinen Stuhl, der hinter mir liegt. Ein Schluck Kaffee drin. Ich habe so Kaffeedurst gerade. Es ist nämlich noch morgens, kurz nach 9. So, da kommen wir zum nächsten. Das ist ein Winterbild, was ich auch total schön fand. Das hat mir richtig gut gefallen. Und zwar kam das so hier an. Das erste Mal, als ich so ein Bild bekommen habe von Amazon, da dachte ich, okay, was ist denn das für ein, Entschuldigung für den Ausdruck, für ein Scheiß. Warum knicken die das Bild? Aber es ist nicht in dem Sinne nicht richtig geknickt, sondern es befinden sich hier die Steine drunter. Dadurch gibt es keine Falzlinie. Seht ihr? Die Steine liegen hier drunter. Hier haben wir ein Toolkit. Oh, hier haben wir sogar zwei Stifte. Super durchsichtiges Ding. Und ein Mehrfachaufsetzer tatsächlich. Das hat man auch selten mit einem Squishy. Also das hat man wirklich selten bei so kleinen Bilderchen. Jetzt schauen wir uns das mal an und ihr seht, ne? Es ist von hinten. Es ist überhaupt gar nicht problematisch. Uns ist doch knack, knack. Manche, wenn die Steine eingewickelt sind, ne?
Ich hole noch mal ein anderes Bild. Und hier, dann haben wir hier die ganzen Wellenlinien. Ne? Das hat man halt hier so nicht. Da hat man nur einmal die Wellenlinien, die ist hier in der Mitte. Und ich glaube, die ist schnell ausgelegen. Also das finde ich gar nicht mal so schlecht. Am Anfang habe ich auch gedacht, oh, da gibt es einen Knick in der Mitte. Aber nein. Natürlich hat sich hier jetzt die Folie geknickt. Wir können ja mal gucken. Ja, seht ihr das? Wenn man das raus runternimmt, schön. Kleines bisschen hier ist gewellt, aber das legt sich noch auf. Und da es ja eh Flüssigkleber ist, macht es eh nichts aus, ne? Aber ja, dieses süße Bild, ich fand es so schön und das total meine Farben. Also ich fand, und dieses Aquarellige, diesen Aquarell-Look, super, super süß, oder? Also das gefällt mir richtig, richtig gut. Wir haben hier 24 Farben. Mega. Schauen wir uns mal den Druck an. Jo. Kann man lesen, würde ich mal so sagen. Aber das wird auch spannend wieder hier im Hintergrund. Seht ihr, wir haben hier auch K und 8 im Wechsel. Und 5 noch drin. Ja, also es ist kein Color-Blocking-Bild. kein Hintergrund. Aber ich finde es gerade schön, irgendwie, dass es so dieser winterliche Touch hat. Ne? Ich könnte mir ja wohl auch super vorstellen, so mit blauen, hellblauen ABs oder mit Fairy Dust Stein sogar zu arbeiten, wenn es im Hintergrund so ein bisschen glitzert. Ne? Das ist zwar eher ein kühles Bild und ich habe bei den Fairy Dust Steinen, die ich habe, ich weiß, es gibt auch welche mit silbernen Staub drauf, aber meine haben goldenen Staub drauf. Muss man sich mal überlegen, ne? Ja, hier haben wir die Steine. Können wir sogar noch ein bisschen besser gucken. Auch ganz viel Mild. Ja, das ist die 8, die ich hier gerade vorhin gesehen habe. Ist doch die 8. Die 8 ist die 8. Ja, die 8 ist die 8. Das finde ich auch immer cool, wenn es hier so chronologisch aufgelistet ist. Also wenn erst die Zahlen kommen, dann die Buchstaben. Und wir haben nur Zahlen und Buchstaben bei 24 Farben, ne? Super schön. Super, das gefällt mir richtig gut. Also das kommt bei mir sicherlich in die engere Auswahl. Ihr könnt ja abstimmen mal. Aber es kommen noch ein paar Bilder. Also ihr habt noch ein bisschen was zu gucken. So, jetzt haben wir eine andere Firma. Sehr cool. Das ist die gleiche Firma wie mein Gänseblümchenbild. Das sehe ich schon an dieser blauen Legende. Gehe ich jetzt mal davon aus. Und da haben wir viel Farben, ja. 25. Ich finde es für diese Snackbilder tatsächlich viel. Viele haben halt so, wie ihr seht, so 20, 22, 24. Wo geht es jetzt auf? Da irgendwo. Ah, hier. Warte mal, klebt aber fest. Das klebt aber hier fest. Das ist das gar nicht. Das ist von der Tüte innen drin. Das kann man gar nicht. Doch. Ach, hier oben. Ich habe es gefunden. Leute. Ich gucke die ganze Zeit hier. Seht ihr? Hier. Ich habe da, aber das ist von der Tüte innen drin. Ich denke, das geht so auf. Aber es geht hier oben auf. Jetzt aber ein sehr herbstliches Bild und ich denke, das kennt auch der ein oder andere bestimmt. Ja, und bei denen war es so, da hat man nämlich die Vorschau gesehen, wie es gepainted aussah. Und das fand ich mega cool und es kam richtig schön raus. Ja, ich glaube auch, dass es wirklich richtig schön rauskommt, weil wir haben hier keinen fotorealistischen Druck, wie ihr sehen könnt. Das hatte ich tatsächlich bei meinem Gänseblümchen auch nicht. Von daher wird es so rauskommen, wie es hier abgebildet ist. Wir haben hier im Gras, seht ihr, das alles mit Steinchen. Weil das sieht man daran, dass es so ein bisschen verpixelt ist. Das ist cool. Der Hintergrund, dieses Karierte, sind immer, da kann man schön mit dem Viereraufsetzer sitzen. Sehr cool. Und auch hier der Druck, wirklich gut. Wirklich gut. Ja, mega. Also es gefällt mir richtig. Richtig schönes, herzliches Bild. Und wie gesagt,
Wir können ja mal kurz ausmessen. Ich habe mit euch noch gar nicht gemessen, aber ihr könnt eigentlich davon ausgehen, wo ich jetzt mal. Warte, den ist ein großes. Da habe ich es. Ihr könnt eigentlich davon ausgehen, dass es kleiner ist, ne? Also das ja 25 mal 35. Ja, 35. Also die sind immer ein bisschen kleiner, aber das wissen wir ja alle schon, ne? Reicht, wenn ich jetzt eins abmesse. Dann haben wir hier auch, hier haben wir auch so ein schönes Toolkit mit dabei. Schaut mal, mit einem Schieber sogar. Mehrfachaufsetzer, zwei Stiften, ein Schiffchen, Wachsblatt, Beutelchen und einen roten Squish. Den roten habe ich auch selten. Passt gut zu dem Bild, ne? Hier haben wir die Steinchen. Auch die schön vorsortiert. Also nach den Nummern schön. Ja. Prima. Das gefällt mir auch schon mal. Auch eins, wo jetzt Laune macht zum Painten, ne? Sind alle irgendwie stuffig, ne? Also dann hätte ich es ja nicht ausgesucht. Also, es gibt so viele Gnomenbilder. Diesmal oben aufmachen. Und ich glaube, auch bei dem war ein Videovorschau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich meine, ja. Und auch das kommt super. Es gefällt mir richtig. Also mega toll hier mit diesen Kürbissen. Ich mag das ja, diese bunten Kürbisse total. Mann, sieht das schön aus. Wir haben hier 24 Farben. Hier ist die Legende ein bisschen durcheinander. Das heißt, es ist ein anderer Hersteller. Aber ich habe es ja von verschiedenen... Ich habe jetzt nicht nur von einem Hersteller gekauft. Ja, große Zahlen haben wir hier tatsächlich. Also große Buchstaben haben wir hier drin. Das S kommt ein bisschen schwach daher, ne? Aber man kann es durchaus noch lesen. Gott, und hier haben wir aber wieder einen fotorealistischen Druck. Das erkennt ihr ganz gut hier an diesen Linien an den Kürbissen. Bin ich gespannt, wie es rauskommt, aber ich habe tatsächlich mit fotorealistischen Drucken eigentlich echt gute Erfahrungen gemacht. Ich finde, die Bilder kommen tatsächlich noch ein bisschen authentischer rüber. Nicht so verpixelt. Und auch hier haben wir gleich wieder ein großes Toolkit. Also ja, ein größeres. Hier aber wieder mit so einem pinken Squishy. Ein Schieber. Finden ja viele von euch toll. Mehrfachaussetzer wieder, zwei Stifte und Beutelchen. Das ist cool. Ich finde das super, gerade zum Beispiel für Anfänger, ne, die sich das erste Mal vielleicht ein Bildchen kaufen, haben dann gleich schon ein bisschen Equipment. Ne? Mit ein paar Mehrfachaussetzer können sich gleich das schon mal ausprobieren. Ja, herbstliche Nude-Töne haben wir ja hier. Super. Ja, mega süß. Auch das gefällt mir sehr gut. Noch sind wir nicht am Ende. Noch vier Bilder. Ja. Jetzt kommt wieder was Weihnachtliches. Und ich denke, das haben vielleicht viele von euch schon gesehen. Das fand ich auch so schön. Das auch so ein Aquarell-Touch hat. Sagt mir doch mal, wie findet ihr das, wie die Bilder hier verschickt werden? Findet es besser, wenn es aufgerollt ist? Oder findet ihr das okay so? Das sehen doch alle schön glatt aus. Also ich bin gar nicht. Am Anfang fand ich es auch echt kritisch und fragwürdig. Also es war letztes Jahr, als ich da Janine ihren Adventskalender zusammengestellt habe. Da habe ich mich auch bei Amazon bestellt. Da kamen auch solche Bilder. Da war ich erstmal echt irritiert. Oh Gott, ist das süß. Mit dem kleinen Hasi in der Hand. Ist das nicht schön? Mega. Gott, ist das schön. Das gefällt mir richtig gut. Ich bin gespannt, wie hier der Bart rauskommt, ob man den auch einen schönen Absatz hat. Obwohl hier so ein bisschen grau ist, sieht man dann schon wahrscheinlich. Weil wir haben hier im Bart das L und hier auch das L. Das L ist die 3770. Okay. Oh, ist das schön. Und hier haben wir hier wieder dieses runden Symbole. Also dieses rund mit der auf der Legende, aber auch hier alphabetisch sortiert und mit Zahlen und Buchstaben.
Schauen wir uns auch mal hier den Druck an. Ja, das P hier, das ist schon sehr dunkel in dem Dunklen drin, ne? Aber kann man noch lesen. Auf dem Lightpad geht es wahrscheinlich besser, denke ich mal. Aber auch hier in der Mütze. Ja, das sind alles Sachen. Wisst ihr, ich muss auch ganz ehrlich sagen, klar ist man verwöhnt von Karat Art und Diamond Art Club und Dreamer Designs, so von der Klarheit der Bilder. Aber ich finde, wenn jetzt mal so ein Thron dabei ist, ne, also das ist jetzt für mich kein Weltuntergang. Das Bildchen hat nur ein paar Euro gekostet. Da bin ich echt entspannt, wenn man dann mal ein Symbol vielleicht nachgucken muss. Ne? Auch hier, ne, die drei, doch relativ dunkel. Es kommt halt immer auch drauf an, das Dunkle wird schon rauskommen, wenn man das Lightpad runter anhat. Ne? Aber es kommt darauf an, manche painten ja lieber gern bei Tageslicht, dann sind die Augen schon angestrengt. Ne? Aber ich finde, das ist alles noch im machbaren Bereich. Das würde ich jetzt nicht unbedingt als große Kritik ansehen. Jetzt klar, das kann man verbesserungswürdig, definitiv. Aber es ist okay. Ja, super schön, das Weihnachtsbildchen. Und was haben wir hier? Auch wieder so ein schönes Toolkit. Die haben alle so tolle Toolkits, ne? Genau wie eben auch. Ja, wir haben hier halt natürlich viel Cremefarben für den Hintergrund. Gefällt mir auch, dass es nicht ganz so hartweiß ist, sondern dass es Creme ist, so wie es auch abgebildet ist auf dem Druck. Voll süß, ne? Die zwei Vögelchen, die runterschauen zu dem süßen Weihnachtsgnomen, den Hase in der Hand hat. Hier ist auch noch ein Vögelchen, sehe ich gerade. Toll. Oh, das ist auch so schön. Jetzt kommt noch ein Bildchen, da habe ich schon überlegt, ob ich das jetzt vielleicht noch paint im Oktober. Aber das wird nicht, wahrscheinlich nicht in das Event fließen. Tada! Ja, ein Halloween-Gnom-Bild. Ja, das war nicht so cool. Das hat mir auch richtig gut gefallen mit dem Gruselkürbis, den Hexenkessel. Ne? Die zwei zaubern hier vor sich hin. Hier ist die kleine Giftapulle-Flasche. Ja, und hinten im Hintergrund der Vollmond und die Fledermäuse. Hier haben wir wieder einen fotorealistischen Druck. Ne? Das erkennt ihr am Kürbis sehr gut. Und auch hier am Gras. Aber auch das ist richtig schön. Wir haben hier sogar 26 Farben. Mega cool. Gefällt mir. Dadurch haben wir halt auch schöne Schattierungen. Ne? Haben nicht nur hier eine schwarze Mütze mit ein paar Dingen, sondern haben hier wirklich ein paar mehr Farben drin. Ja, sieht gut aus, der Druck. Also, auch hier an der Hand erkennt man, ne, diesen fotorealistischen Druck ganz gut. Mega cool. Ja, ich glaube, das ist sogar Weibchen und Männchen. Gnom, weil die mit den Zöpfen, ne? Ist doch ein Gnom-Mädchen, ne? In dem Fall ist es hier die Hexe, weil die hat auch den Besen und das ist der Zauberer mit seinem Sternenhut natürlich, klar. Klar, das sieht man ja, wenn man so jetzt nochmal detailliert drauf schaut. Ne? Klar, das ist ein Hexenhut und das ist ein Zauberhut. Die Hexe und der Zauberer, ne? Mega. Super toll. Also das ist, ich glaube, da habe ich noch Lust, das noch zu painten in der Halloween-Zeit im Oktober jetzt. Morgen habe ich frei. Vielleicht kriege ich es direkt morgen ab. Morgen ist Feiertag. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Und auch hier wieder so ein schönes Toolkit mit Schieber. Super toll. Ja. Jetzt haben wir wieder was Winterliches. Und das kennt ihr vielleicht auch schon. Könnt mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen auch schon aufgefallen ist. Toolkit haben wir wieder das gleiche. Brauchen wir gar nicht gucken, ne? Ja. So, und dann schauen wir uns auch das hier an. Tada! Ah, das finde ich auch so süß. Ich bin aber etwas
verwirrt. Was ist das hier? Schauen wir uns das mal an. Nochmal. Ah, jetzt komme ich mit. Ich habe es gar nicht gleich erkannt, weil ich habe gedacht, hä, wo ist hier der Bart? Hier ist er, seine Nase. Das ist der, mit der die Laterne hebt. Wir schauen uns hier nochmal. Na, hier ist das Vorschaubild. Ja. Und hier eine Hase im Socken, mit goldig, und hier ein Häschen. So zuckersüßes Bild. 23 Farben. Mein Gott, ist das süß. Hier kann man vielleicht auch gut mit Jelly Abbies arbeiten. Das sind so weiße Abbies, die besonders schön funkeln. Und zum Weihnachtsbild kann ich mir richtig vorstellen, hier so einzeln, nur vereinzelt hier. Was ist denn das? CR 3865, perfekt, das habe ich auch. Geht's bei Pitch and Moon Art, könnt ihr mal gucken. So vereinzelt hier im Hintergrund. Ist das süß. Und ich glaube auch hier haben wir wieder Gnom-Mädchen, oder? Kommt mir so weiblich vor. Aber ist auch egal, ne? Weiblich oder männlich, aber super süß. Vielleicht sind jetzt die Eltern und das ist der kleine Gnomi. Bin gespannt ja auch, wie hier der Bart rauskommt. Die Laterne, die ist ja so. Ist das fotorealistisch? Nee, doch. Seht ihr an den Strichen, ne? An den Querschnitten. Aber wir haben hier nicht so viel fotorealistischen Sachen. Wir haben viel, was mit Steinen gepaintet wird, ne? Nur hier ein bisschen noch die Äste. Die Tannenzweige, die da so reinragen. Selbst hier der Bändel, also da, wo hängt der an diesem Zweig hier, wo da rausguckt. Also das wird schon so rauskommen, wie es hier auch aufgedruckt ist, ne? Das finde ich immer toll. Und außerdem Hasen hier. Oder nee, der hat eine 1 hier. Jetzt schauen wir mal den Druck an. Ja, Druck geht. Klar, das B ist wieder ein bisschen schwach hier, sieht man. Wir haben nur ein bisschen 310, ne? Hier überall vereinzelt. Okay, das ist vielleicht das Auge, keine Ahnung. Nur ein paar Steinchen. Ja, dann schauen wir uns mal die Steine an. Ja, die sind halt alles Acrylsteine, klar, aber bei rund. Schaut doch mal hier hinten. Seht ihr irgendwie ein Löchle? Nee. Die sind heutzutage schon echt so gut. Ja. Super süß. So. Jetzt kommt das letzte Bild. Jetzt sind wir durch die Knoparade. Und jetzt hier nochmal ein sommerliches Bild. Und das hatte ich schon ganz lang, schon oft im Auge. Tatsächlich. Ja, diesen süßen Gnom, der auf der Schaukel sitzt. Ich glaube, das kennen sicherlich auch einige von euch. Weil das wird mir immer vorgeschlagen, wenn ich das nach Gnomen suche. Ja, wir haben hier auch 26 Farben. Mega toll. Und ich bin gespannt, wie hier die Gänseblümchen rauskommen. Und es ist so goldig, oder? Der schaukelt bei den Gänseblümchen. Hier noch Marienkäfer. Also ein richtig sommerliches Bild. Sowas kann man, denke ich, auch super gut in ein Kinderzimmer hängen, oder? Ja, toll. Mega, mega toll. Auch hier. Ja, hier ist wieder das N ein bisschen schwach, aber kann man echt erkennen, ne? Sieht gut aus. Ja, mega. Auch hier wird das schönes Toolkit drin. Also wir haben lauter pinkes Squishy. Wer will ein pinkes Squishy? Nur ein rotes. Lustig. Alles pink und nur das eine ist rot. Also hier haben wir auch wieder unsere Steinchen. Sehr schön. Super süß. Der kleine Gnom auf der Schaukel. Mega goldig. Ja. Das waren sie, die Bilder. 11 Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wir können es nochmal durchgehen. Ganz kurz nochmal einen Überblick. Guck mal, das
Die rollen sich noch zusammen hier. Die ganz da unten. Und die liegen schon fast platt, ne? Die, wo nur hier in der Mitte geknickt worden sind. Also, wir haben hier einmal den hier. Dann die süßen Weihnachtsgnome. Dann das Halloween-Bild. Das kann ich mir eigentlich gleich weglegen, aber ja, ich tue es gleich nochmal weg. Dann diesen süßen Weihnachtsknochen. Oh, das ist so. Und das hier auch total schön. Ja, und das. Ich kann mich eigentlich gar nicht entscheiden. Bitte lasst mir mal euer Feedback da. Dann hier die süßen Weihnachtsmänner. Die Tassengnome. Dann das hier. Die drei Süßen. Das hier. Was noch? Und das. Ja. Super. Also ich bin gerüstet fürs Event. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bitte schaut einfach in die Videobeschreibung rein. Da ist dann alles verlinkt. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir eine rege Teilnahme haben. Und es wird auch immer, jede Woche wird es auch ein Video geben auf unseren Kanälen zum Thema. Da dürft ihr euch dann noch überraschen lassen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen über euren Feedback zu dem Event und ob ihr da Lust habt, da mitzumachen. Und gebt mir gerne einen Daumen nach oben, damit unterstützt ihr mich. Und ihr wisst, über Kommentare freue ich mich immer sehr. In diesem Sinne, ich wünsche euch vielleicht ein schönes, verlängertes Wochenende noch. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat sich vielleicht heute den Brückentag genommen. Und morgen einen ganz, ganz schönen Feiertag, wenn ihr es abschaut zum Upload-Tag. In dem Sinne, macht's gut und viel Spaß beim Bildersuchen. Bis dahin, tschüss.